Und willkommen zum Cosplay-Rückblick diesen Jahres, wo ich mit euch Events durchgehe, wo ich so im Cosplay unterwegs gewesen bin. Japan-Tag war ich als William unterwegs. Dort hatte ich auch das Glück, Adams Cosplay World zu treffen. Das war so rein zufällig, aber wir haben uns beide sehr gefreut. Ganz ehrlich, ich wäre sowas von vorbeigelaufen, hätte da nicht jemand von mir ein Foto machen wollen. Der Eintritt ist übrigens kostenlos und zeigt wunderbar die japanische Kultur in allen Facetten. Auf der Dokumi war ich an allen Tagen unterwegs und wir haben am Freitag erstmal Anakawa ist abgecheckt für Samstag. Weil da war ich nämlich als Freddy das erste Mal auf einer Convention gegangen. Es war einfach mega gewesen und es hat sehr viel Spaß gemacht, Fotos zu machen, gerade mit anderen Cosplayern. Mit einem Sun and Moon Cosplayer stand ich auch gefühlt stundenlang auf einem Fleck. Ursprünglich wollten wir mit den beiden ein Foto machen, aber irgendwie haben sich andere vorgedrängelt. Also standen wir da zu dritt und ich habe den beiden Anweisungen gegeben, damit andere Fotos mit uns drei machen konnten, da die nichts gesehen haben. So rein gar nichts, noch weniger als ich. Wenn ich mit meinen Freunden durch die Hallen gestürft bin, um andere Cosplayer zu suchen oder zu shoppen, war irgendwo immer einer, der gesungen hat. Fand ich mit der Zeit ziemlich nervig, aber das passte schon. Seitdem habe ich mir übrigens auch Instagram angeschafft. Sonntag war ich wie sonst auf Conventions mit William unterwegs. Man kann auf jeden Fall sagen, dass er nicht ganz so beliebt wie Freddy ist. 2024 werde ich hoffentlich wieder alle drei Tage gehen können. Sonntag wird auf jeden Fall wieder William am Start sein und Freddy wird planmäßig auch mitkommen, entweder Freitag oder Samstag. Das werden wir noch sehen. Kommen wir zur Gamescom. Donnerstag war ich wieder als William unterwegs und habe ein, zwei Bilder mit anderen gemacht. Und sonst haben wir uns halt so alles in Ruhe angeguckt und wieder alles für Sonntag ausgekundschaftet. Denn der Sonntag war mir sehr wichtig, weil ich kleinen Leuten eventuell unbedingt Seth als Freddy treffen wollte. Deswegen sind wir sogar extra mit Auto gefahren und haben dort Freddy verstanden. Da die Gamescom anders als die Dokumi keine extra Halle fürs Gepäck hat, wo ich mich hätte umziehen können, so habe ich mich im Auto umgezogen und habe sehr viele Stufen gemeistert. Okay, und Rolltreppen. Natürlich wurden wir hier und da auch musikalisch begleitet. Alles in allem, kleinen Freddy White war unglaublich glücklich, dass sie ihr Bild bekommen hat. Aber ich werde es nie wieder zur Gamescom tragen. So, gut, dann jetzt kommen wir zu keiner Con, aber dafür zum FNAF-Film. Wie ihr bereits in einem kleinen Short gesehen habt, war ich im Sinister als Freddy. Einmal zum Start des Filmes am 26.10. und dann nochmal am 28.10. von 19 bis 22 Uhr. Es war zugegeben ziemlich warm, aber jedes Lächeln oder erschrockenes Gesicht wert. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal oder auf der nächsten Con. White, in und out.